Zum Gleichstrommotor nochmal die ganze Sache ein bisschen theoretischer an einem Modell erklärt. Ich werde dieses Ding dann sich drehen lassen und dann ist das wahrscheinlich leichter zu verstehen. Ein Gleichstrommotor hat, der ganz einfache, hat außen einen Permanentmagnet und hier innen einen Elektromagnet, der sich drehen kann. Das ganze Ding hier drin nennt sich Anker, ne? Das erinnert so ein bisschen an Anker. Also das ist ein Elektromagnet, der hat aber eine ganz komische Eigenschaft, der kann ständig seine Polarität wechseln und das werden wir dann brauchen. Wie er das macht, versorgt wird er über äußere Kontakte von einer gleichbleibenden Spannungsquelle und ich habe jetzt hier mal diesen, man sagt hier diesen Polwender oder Kommutator, Kommutare heißt vertauschen, kennt ihr vom Kommunikativgesetz, das ist das gleiche wie das, ne? Also ich kann 3 und 4 und 4 und 3 vertauschen. Dieser Kommutator ist also mit dem Anker verbunden. Da erhält dieser Elektromagnet des Ankers seinen Strom, zwar von außen immer gleich, aber dadurch, dass diese Spule an einem unterbrochenen Schleifring befestigt ist, bedeutet das, dass der, wenn der sich dreht, mal diese Seite dann plus kriegt und dann mal die andere Seite wieder. Das zeige ich jetzt gleich. Nebenbei, ich habe das Ganze auch an einem großen Modell mal praktischer erklärt. Dann guckt einfach auf diesen Link, dann wartet dieses Video hier, ist gar kein Problem. So, jetzt halte ich mal kurz hier an und wechsle das Bild. So, jetzt geht's weiter. Hier habe ich den Anker, ne? Es bleibt also alles gleich. Hier ist dieser Kommutator. Und jetzt lassen wir das ganze Ding sich mal in diese Richtung drehen. Ich habe also hier oben noch einen Nordpol, hier den Südpol. Und wir wissen, die stoßen sich ja beide ab, die Pole, beziehungsweise Rot und Grün in diesem Fall, sage ich mal schnell, zieht sich an und hier unten ist es genauso. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Na komm. So, jetzt hat er sich ein Stück weiter gedreht. Er wird immer noch entsprechend versorgt. Die Stromrichtung bleibt gleich. Immer noch gleich, immer noch gleich, immer noch gleich. Und jetzt hat der Anker einen gewissen Schwung, weil er würde nämlich sonst ziehen sich ja die beiden Pole und die beiden maximal an, würde er hier an der Stelle stehen bleiben. Durch den Schwung bewegt er sich aber weiter über einen gewissen Todpunkt, sagt man, wo er also stehen bliebe, wäre er tot, über einen gewissen Todpunkt hinweg. Und jetzt Achtung, jetzt wechselt hier gleich die Stromrichtung und die Pole haben sich auch gewechselt. Hier Stromrichtung gewechselt und dementsprechend fließt der Strom andersrum und der Elektromagnet ist andersrum gepolt. Jetzt stößt sich Grün und Grün ab, Rot und Rot auch. Der Anker bewegt sich weiter, er erhält immer noch Strom so, dass er sich abstoßen bzw. anziehen kann. Und das geht wieder bis zum nächsten Todpunkt. Der kommt jetzt gleich. Achtung, jetzt wird gleich wieder gewechselt auf die Stromrichtung und auf die äußere Polung des Magnetfeldes. Achten, Stromrichtung gewechselt. Zack, jetzt haben die beiden Elektromagnetpole ihre Polarität gewechselt. Jetzt stößt sich Grün und Rot wieder ab. Und es geht immer so weiter bis zum nächsten Todpunkt. Hier ziehen sie sich wieder an. Jetzt kommt der Todpunkt, Achtung, es muss wieder alles wechseln und das ganze Spiel beginnt von vorne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen. Ich werde jetzt zum Schluss hier noch Links anfügen, die das Ganze noch ein bisschen teilweise praktischer andererseits erklären, aber auch die mit Elektromagneten bzw. Magnetismus überhaupt zu tun haben, Induktionen und so weiter. Gut, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst einen Daumen oder einen Zeigefinger, was weiß ich, würde mich über Kommentare genauso freuen. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.